Nee, Diablo. Also, Level 15, Succubus, Succubi, Höllenfrauen, die erste. War klasse, weil ich gerade wieder vergessen habe, dass die Dinger weggehen, wenn meine Tatsche runtergeht. Und oh mein Gott! Oh mein Gott! Renn nicht weg, Scheiße! Dungeon für Nummer 15, Succubi die zweite. Ich verstecke mich hinter der Leiche. Ach du Scheiße, das funktioniert echt! Also ich habe gelesen, dass die Succubi extrem anfällig gegen Feuer sein sollen. Also gut, es steht halt keine drin, aber Alter, das funktioniert halt. Warte mal. Also. Oh, guckt euch an, wie sie im Feuer stirbt. Fast schon kein bisschen. Habe ich eine andere Vorschlag. Warte mal, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Guardian. Ja, Guardian, du machst das, Guardian. Guck's dir an, Guardian. Du bist die größte Scheiße auf Erden. Oh, andere Idee. Du wirst mir jetzt aber nicht weismachen, dass die Magic immun sind. Ich bin hier ja komplett in Sicherheit. Ich kann ein paar Sachen ausprobieren. Wie wäre es damit? Hey! Hey! Das sah doch gar nicht mal so schlecht aus, ne? Also, Succubi die dritte. Erstmal schön hinter der Leiche verstecken. Hinter der Leiche! Das muss man sich mal reinziehen. Ich bin hinter der Leiche sicher. Guckst du dich an, wie es an der Leiche zersplauncht. So, erstmal wieder diese salamanderartigen Viecher killen. Ja, die sehen nicht aus wie Salamander, ich weiß. Okay, dieser Stone Curse hält nicht lange. Erstmal das Gold aufsammeln, denn das ist das Wichtigste. Also, machen wir das. Boah, guckt's euch an, Alter, wie's läuft, wie's läuft. Guckt's euch an, wie ich sterb. Oh Gott! Drei Stück tot! Und jetzt muss ich nur noch die verfolgen und die werden mich wahrscheinlich zu neuen locken. Oh, ich habe eine Kiste vergessen. Mit zwei Büchern drin, wow. Okay, es hat so keinen Sinn. Erstmal zurück in die Stadt und... Habt ihr gesehen, wie mein Tarnportal verpufft ist, weil die mich angegriffen hat? War das nicht toll? War mich einfach toll? Tut mir leid. Manchmal... Ignoriert mich einfach bitte. Okay, ich versuche das jetzt mal ganz schnell abzu... Ich habe eh nicht viel zu tun hier. Ja gut. Schnell abhandeln ist immer so eine Sache. Plus 14 Magie. Und nochmal plus 14 Magie. Derbe Scheiße. Gar nicht mal so schlecht. Wenn ich jetzt noch Bücher lernen wollte. Ha, ich habe gar keine Bücher aufgehoben. So. Ja, die nehmen wir mit. Ganze Palette. Und dann Elixir of Strength und of Strength. Und man siehe da, ich habe kein Geld mehr. Naja, verkaufe ich halt jetzt den Mist. So dringend habe ich die Magie nicht. Boah, guckt euch an! Das reicht für nichts! 2500 Gold, das hat sich doch richtig gelohnt, sich den Arsch von Succubi aufreißen zu lassen. Ich nehme mal ein bisschen Gold mit, denn davon habe ich ja genug. Gehen wieder zur Hexe und langweilen uns, weil dieses Stadtgeplänkel jedes Mal scheiße ist. Aber ich bin viel zu faul, das rauszuschneiden. Oder willst du euch einfach antun, weil ich so ein kleiner hässlicher Sadist bin? Wer weiß das schon? Oh mein Gott!
Gott, und jetzt noch Elixir of Strength und... Talk of Golem, ihr habt gesehen, wie geil Golem ist. So, jetzt geht's jetzt ist die Kacke aber am Dampfen. Ich habe tatsächlich was gefunden, was bringt halt einfach. Das ist schon nice, ne? Alter, wie ich halt hätte einen Zauberer nehmen sollen, dann hätte ich die ganze Scheiße jetzt nicht. Ich komm runter und bam. So. Das machen wir jetzt mit ganz viel Kunst. Oh, haha, was willst du, Schlampe mir? Haha, versteinert. Ich kann mit deinem nackten Körper machen, was ich will. So, wo war ich lang gegangen? Da unten. Ja, weil da oben wollte ich nicht lang, weil... Warum eigentlich nicht? Ist egal. Schauen wir einfach mal hier. Ich seh's doch kommen. Da ist doch irgendwo so ein Lichtkegel. Und so ein Lichtkegel bedeutet meistens nichts Gutes. Oh, nicht jetzt lecken. Nicht bei den... Nicht bei denen! Das ist nicht witzig. Oh Gott. Oh Gott, die Leiche. Ich muss zu der Leiche. Ich gehe hinter die Leiche diesmal. Die Leiche ist nicht so gut wie die andere Leiche. Warum sind es schon wieder so viele? Oh Gott, Leiche, rette mich. Ich glaube, die rettet mich nicht. Doch, die rettet mich. Wie ist eine Leiche zerberste? Das finde ich so hammer. Ups, nein, nicht die. Die. Oh, bist du blöd, du Hure! Der ist doch echt zu dumm zum Scheißen, das gibt's nicht. Oh Gott. Und die verfolgen mich halt munter weiter. So. Eins. Zwei. Mit meiner lieben Mühe und Not. Auch eine ruhige Sekunde. Nein, nicht das Gold und... Oh, verklickt. Oh, seht ihr, wie scheiße das ist? Oh ja, wie ich mich freue. Jetzt schon kein Leben und kein Mana mehr zu haben. Oh, ich habe einen Frasian gefunden. Komm, ich nehme einen Frasian. Jetzt habe ich Infrarotsicht, also ich bin jetzt voll ultra. Ja, Book of Golem. Nee, oder? Ah, scheint aber jetzt eine zu sein, nur. Wobei eine schon eine zu viel ist. Ja! So viel zu, das ist nur eine! Warum so viele? Zu der Leiche. Ich hab keine kleinen Mana-Tränke mehr. Ich muss die großen verwenden, um eins zu töten. Hinter die Leiche! So. Stirb, komm, du stirb erstmal, so. So. Oh. Und eine Rope. Eine verschissene Rope. Oh, ja. Dafür setze ich tagtäglich mein Spiel aufs Leben. Mein Leben aufs... Oh, guck mal, ein Pentagramm. Ach, darum ist es hier so gut bewacht, ich verstehe. Oh ja, lauf in den Tod. Das mache ich gerade richtig gut. Oh, hier hinter dem Knochen. Oh Gott, oh Gott. Nein! Oh Gott, weg hier. Nein!
Okay, das ist... Nein, das ist sinnlos gerade, das ist sinnlos. Ich muss zurück in die Stadt. Ja, ich weiß, ihr wollt nicht zurück in die Stadt. Aber ich muss. Aber ich sag mal, ich schneid mal einfach hier kurz an der Stelle. Also, bis gleich. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Guckt euch mein Inventar an und... Soll ich euch was sagen? Ich hab Golem-Level... Ah ne, ich hab Golem gelernt. Wir können jetzt Golem zaubern. Soll ich Golem zaubern? Ich zaubere Golem nicht, weil Golem auf dem Scheiß ist. Und ich habe mir eine Schriftrolle von Stone Curse gekauft. Und die werde ich jetzt einsetzen. Oh Gott. Natürlich den völlig falschen getroffen, wie ich das liebe. Oh nein. So, aber dich kriege ich. Biatch! Oh, ich bin froh, dass ich wenigstens... Nein, ich will doch im Inventar stehen. Oh, ich muss Hotkeys verwenden. Sonst wird es hier nicht. Wie ich die halt wenigstens treffe, wenn sie versteinert sind. Also das ist zumindest schön zu wissen. Ich wette, wenn ich den Ring hier nicht hätte mit 29% höherer Trefferchance, würde ich die auch nicht treffen, wenn sie versteinert wären. Das wäre gnadenlos. Warte, da lag noch vorhin irgendwas. Ihr seht doch auch, Scroll of Nova. Oh Gott, wollt ihr es sehen? Ja, war ja gar nicht mal so schlecht, ne? Sah schon cool aus, ne? Ist cool. Oh, Geld. Wo sind sie? Ach ja, apropos Pentagramm, weil ich da gerade eins sehe. Das ist jetzt die Stelle, langsam die Stelle, an der die Story so richtig anfängt, sagen wir es mal so. Also, an der man so langsam mal erfährt. Na gut, man hat schon ein paar Stockwerke zuvor was erfahren in dem Buch. Ja, jetzt kommt halt die derbe Scheiße, sagen wir es so. Ja, ich sag ja, wenn man von derber Scheiße spricht. Boah, wie ich halt weiß, dass ihr alle auf die Sukubi steht. Ich kann euch dazu was erzählen, Sukubi? Ich weiß immer noch nicht, wie es richtig heißt. Sind eigentlich Lustsklavinnen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Jedenfalls jeder, der World of Warcraft schon mal gespielt hat und einen Hexenmeister gespielt hat. Ich habe nie WoW gespielt, möchte ich noch dazu sagen. Der wird sich bestimmt schon mal einen Succubus beschwört haben, einfach nur, weil er notgeil ist. Wie so ein kleiner Dildo. Ach ja. Könnte ich jetzt auch eine lustige Geschichte zu erzählen? Mache ich aber nicht. Weil ihr doof seid und ich euch nicht mag. Weg hier. Oh, aber. Ja, egal, ich muss es ja eh tun. Also, es bleibt mir nichts anderes übrig. Na, dich kriege ich doch auch ohne Stone Curse. Na! Oh, du hast mir ein Small Shield gegeben. Das ist das Schönste, was du hättest tun können. Und ich habe die Zeit wieder aus den Augen gelassen. Das ist großartig. Ach, dann würde ich einfach mal sagen, wir machen an der Stelle hier einfach mal knallhart Schluss. Und dann erzähle ich euch in der nächsten Folge, was es mit diesem Ding auf sich hat. Also, bis dahin. Ciao.